Wenn wir jetzt nochmal die einzelnen Krankheitsbilder kurz abarbeiten, dann kann man ja in dem Test sehen, sind die Antikörper da oder nicht da. Sie bestimmen ja ganz bewusst keine Titer, weil ja das Gefährliche nicht der Antikörper ist, den wir sehen, sondern der, der am Rezeptor fest angedockt hat. Können Sie vielleicht anhand der einzelnen Krankheitsbilder nochmal verdeutlichen, welches die wichtigen agonistischen Autoantikörper sind und warum, dass der Betroffene für sich so seine ganz persönliche Take-Home-Message bekommt? Also wir sehen bei den Krankheiten so ein bisschen unterschiedliche sogenannte Leitantikörper. Antikörper, die wir bei der Krankheit am häufigsten sehen. Das ist bei der Herzmuskelschwäche der Antikörper, der an den Beta-Rezeptor und am muskarinalen Rezeptor bindet. Früher haben wir das auch, als wir noch diese Zellversuche gemacht haben, auch nur dann diese Einzelteile bestimmt. Heute sind wir in der Lage, ein bisschen breitflächiger zu gucken und dann stellt man fest, aha, der Patient hat im Laufe der Krankheit schon noch ein bisschen weitere Antikörper aufgestockt. Wir sehen bei Fieserkrankungen ganz bevorzugt Antikörper, die am Alpha- und am Angiotensin-Rezeptor binden. Wir sehen bei Erkrankungen, wo der Patient eigentlich beschreibt, dass er also matt ist, dass er müde ist, dann sehen wir die am Beta-2-Rezeptor, die Antikörper. Manchmal gerade mit dem muskarinalen, mit dem Antikörper für den Beta-1-Rezeptor, nur am Auge. Beim Hochdruck im Auge ist es umgekehrt. Da macht der Beta-2 den Hochdruck im Auge. Das ist also eine ganz fatale, sozusagen separate Situation, weil sonst Beta-2 bei den Erkrankungen, die eine orthostatische Sache haben, wo der Patient also sozusagen auch pendelnden Blutdruck und so weiter hat und beim Chronic-Fatigue-Syndrom, was heute ja auch viele Leute drüber klagen, weil sie eben matt sind und gar nicht ihrem Alltagsgeschehen nachgehen können, da sehen wir also bevorzugt die Antikörper, die im Körper sozusagen eine sogenannte Down-Regulation, eine Herunterregulierung der Zellen im Körper verursachen. Bei Alzheimer, vielleicht sollte ich das noch erwähnen, da sehen wir also einen gefäßpathologischen Antikörper gegen den Alpha-Rezeptor und gepaart mit einem am Beta-2. Und das können wir uns ganz schlecht vorstellen. Wir haben es nicht erforscht gekriegt. Wir haben also mit einer Arbeitsgruppe der Charité zusammengearbeitet, mit dem Neuropathologen. Und er hat in seinen Turbo-Alzheimer-Mäusen den Effekt nicht sehen können. Aber, sagen wir mal, diese Verzögerung ja in den geistigen Fähigkeiten würde dann wieder natürlich den Beta-2-Rezeptor-Antikörper auch ein bisschen erklären.